Meine Frau und ich wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit. Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christi. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Sie sehen, liebe Zuschauer, Asterix ist nicht nur was für kleine Kinder. Also mein Heft sieht schon ziemlich abgegriffen aus. Ich hol's mir immer mal wieder raus, um so ein bisschen drin zu schmökern. Und der Beste ist immer noch der Erste. Asterix der Gallier. Sie wissen, das ist der, wo Miraculix entführt wird und dann Asterix und Obelix, aber das verrate ich noch nicht. Hallo, Liebling. Also gut, dass du anrufst. Du, ich hab dir was ganz Wichtiges zu erzählen. Oh, ich also. Stell dir vor, die Birgit heiratet schon wieder. Und korrigier mich, wenn ich Unrecht habe. Das aber Liebling, seit gestern sind wir endlich. Ja, stell dir mal vor, gestern ist den Petersens ihre Katze weggelaufen. Und ja, du, Liebling, wir haben doch also vor ein paar Tagen. Lass mich doch endlich mal ausreden. Also die Meyers haben sich jetzt schon wieder ein neues Auto. Liebling! Oh Schatz, ich muss Schluss machen. Mein Geld ist alle. Tschüssi! 1 Million Mark in jeder Hauptziehung bei der ARD-Fernsehlotterie, die Goldene 1. Lose gibt's bei allen Postämtern, Sparkassen und Banken. Fragen Sie sich nicht auch manchmal, wie es bei Königs zu Hause aussieht? Rolf Seelmann-Eggebert weiß es. Er hat uns ja schon einige Male in königliche Gefilde entführt. Heute sind wir bei Königin Margarete II. Von Dänemark zu Gast. Und hier hat das NDR-Team etwas ganz Einmaliges geschafft. Es besuchte das Königspaar sogar auf dessen Weingut in Südfrankreich.